Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia und herzlich willkommen zurück zum Taste-Test. Heute habe ich euch wirklich seltsame, exotische Chips mitgebracht. Und ich muss sagen, ich habe richtig Respekt und Angst vor dem. So stark bin ich also gesunken. Ja, ich habe Angst vor Lebensmitteln. Und zwar sind es die Crunch-Chips, Honig und Senf. Süß, scharfer Geschmack. Ich habe es eigentlich nur gekauft wegen 10.000 Euro Gewinnchance. Möchte mir jemand kommen, 10.000 Euro Partygeld, ich lade euch ein. Spaß. Ja. Honig und Senf, süß, scharf. Ganz ehrlich. Wenn da scharf draufsteht, ist sowieso nie scharf, ihr kennt das. Aber Honig und Senf auf Chips. Ich kann mir wieder Honig vorstellen auf Chips. Zumal muss ich sagen, bin ich kein Honig-Fangirl. Ich mag Honig in Mead. Ich mag Honig in Parfüms. Zum Beispiel Lady Million hat Honig drin in der Jean Paul Gaultier Skandal. Sind Honig-Parfüms, die ich echt liebe. Aber Honig auf Chips. Da weiß ich nicht heute, was da verhalten soll. Habe ich richtig Schiss vor. Und Senf. Auf Chips. Es gibt Leute, die machen Senf auf Würstchen. Alles voll nachvollziehbar. Senf auf Frikadellen. Nachvollziehbar. Aber auf Chips? Dann mit Honig? Ich werde in die Hölle gehen. Für euch. Hier ist die Schere. Und hier ist euer Girl, was ich jetzt aufopfer. Für die Taste-Test-Welt. Und Gott, riecht das seltsam, es riecht wie McDonald's. Und damit will ich nicht sagen, dass McDonald's seltsam riecht, weil ich liebe McDonald's. Auch weil ich schon ewig nicht mehr da war, weil es mir zu teuer ist. Aber es riecht irgendwie nach McDonald's. Warum riecht es nach McDonald's? Ich weiß nicht. Vielleicht wegen Senf, aber ich wüsste nicht, was McDonald's mit Senf am Hut hat. So sehen die Dinge aus. Halt wie normale Chips. Die riechen echt wie McDonald's. Jetzt kommt noch ein bisschen was anderes durch. Das riecht es leicht würzig. Leicht pikant. Gott, ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, was da verhalten soll. Ein Taste-Test. Hindernis Deluxe. Es wird eine Challenge. Let's go. Ich versuche mein Bestes, euch das zu beschreiben. Falls ihr euch fragt, warum sagst du nichts, Girl, ich versuche das wirklich zu definieren, den Geschmack. Das ist verdammt schwer. Ich versuche jetzt mal in diesen Chip zu lutschen und vielleicht komme ich da irgendwie auf andere Gedanken. Jetzt kriege ich den Senf. Wow, das ist echt eine Herausforderung. Ich komme einfach nicht drauf klar. Also wenn man daran so ein bisschen lutscht, den Belag, quasi die Würzung ablutscht, dann... Oh, das klingt
klingt zu zweideutig, ich weiß. Dann hast du so einen Senfgeschmack, der leicht scharf ist. Aber wenn sie echt scharf sind, diese Chips nicht. Die sind nicht scharf. Süß, scharfer Geschmack. Ja, ja. Für Deutsche vielleicht. Ich esse irgendwie die schärfsten thailändischen Suppen ever, die wirklich scharf sind, wo die Augen tränen, wo du die Nase schnüpfen musst. Das ist scharf. Aber das jetzt definitiv nicht. Diese Mischung aus Honig und Senf gibt eine gewisse Süße ab. Eine spezifische Süße, die man auch ungefähr mit diesen Big Tasty Dingsbums vergleichen kann. Da ist so eine spezielle Soße drin. Hat so ein bisschen die Vibes. Nicht Big Tasty, was glaube ich. Big Mac. Die Big Mac Soße ist ja mit Mayonnaise, aber noch mit anderen Sachen. Und die ist so süß speziell. Und das hier ist auch süß speziell. Ein bisschen Senfschärfe noch dabei, aber. Ich glaube, ich habe das jetzt geschaut. Deswegen hatte ich diese McDonald's-Vibes. Weil McDonald's für mich in manchen Burn einen vergleichbaren Geschmack hat. Schmecken die Chips? Die schmecken tatsächlich. Ich finde, die können noch mehr Charakter haben. Also ein bisschen... I mean... Es ist doch toll, wenn man reinbeißt und es sofort zuordnen kann. Ich habe jetzt wie viele Chips gegessen, bis ich euch erstmal was darüber berichten konnte. Es ist halt ein bisschen schwer zu durchschauen, aber deswegen auch irgendwie interessant. Nö, ohne Scheiß. Die kann man gut essen. Ich enjoy die voll gerade. Es hat wirklich was von McDonald's. So eine Burger-Sauce, die süß ist, mit so einem interessanten Beigeschmack. Das ist das, was du hier bekommst. Deswegen. Der erste Eindruck war nicht verkehrt. Dass es jetzt irgendwie intensiv nach Honig schmeckt, würde ich nicht sagen. Aber das verleiht wahrscheinlich hier diesen Chips, diese intensive, unique Note. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht nur Senf, da ist sowas Undefinierbares noch dabei. Und das ist wahrscheinlich den Honig zu verschulden. Und das finde ich ganz cool. Ich esse jetzt einen und da gibt es ein Fazit. Wenn du Pech hast, beißt du manchmal auf den Chip und dann hast du einen intensiven Senfgeschmack. Das finde ich wiederum nicht so toll. Also waren hier zwei Chips dabei, die einfach nur intensiv nach Senf geschmeckt haben. Und Senf auf Chips ist halt ein bisschen fragwürdig, weil es sich zu sehr hervorsticht, wie es halt bei anderen so war. Das ist voll verkraftbar, aber diese zwei Chips, die ich gegessen habe, so auch der letzte, haben mir zu intensiv nach Senf geschmeckt. Trotzdem. Wer irgendwie so McDonald's-Vibes auf Chips mag, sollte ich mal austesten. Ich finde die richtig cool. Irgendwie einzigartig, deswegen kriegen die von mir 8 von 10 Punkten. Würde ich nochmal kaufen, haben was und lustigerweise waren die auch gar nicht so teuer. Deswegen 8 von 10 Punkten. Ihr habt dann nochmal die Tüte. Falls ihr die kennt und mögt oder schon gegessen habt und die gehasst habt, schreibt mal eure Eindrücke, eure Meinung zu diesen Chips in die Kommentare. Würde mich interessieren und dann sehen wir uns nächste Woche oder beim Taste-Test. Hoffentlich mit einem Produkt, was ich viel leichter durchschauen kann, weil das war echt eine Herausforderung. Das war was ganz Besonderes. Und ja, die sind von Lorenz. Gut. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne produzieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord.
und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!